Hallo zusammen, ihr seid bei WBs Junge Herde, ihr seid bei Marcel und ihr seid bei Company of Heroes Teil 3. Und wir machen sofort in unserer Mission weiter, nehmen die Karte ein und hoffen, dass wir nicht sterben werden. So, der nächste Kontrollpunkt ist hier in der Mitte. Oh, ich höre Artillerieeinschläge im Kopfhörer. Schnell weg hier. Die Frage ist hier irgendwas, wir könnten uns mal ein bisschen flankieren. Falls hier in der Mitte Einheiten stehen, dass wir ein bisschen von mehreren Seiten kommen. Oh, oh, oh. Das war eigentlich keine gute Idee. Tötet sie! Rückzug, Rückzug. Wenn man einmal flankieren und wir selber flankiert. Unsere Panzer machen ihre Sache gut, das hoffe ich doch. Das sind ja unsere Panzer. Die haben eine Verstärkung an der Panzerung. So, bevor hier alles sinnlos im Weg rumsteht. Wir schmeißen hier nochmal eine Granate rein. Ja, macht gerade nichts Sinnvolles. Ihr könnt aber hier angreifen. Mit der Kommandopanzer sowieso. Die setzen wir einmal auf hier, dass die jetzt nicht sterben. Sind schon ziemlich angeschlagen. Sanitäter haben wir aktuell, glaube ich, keinen. Wir müssten die zum Heilen ganz zurückschicken. Das ist ungerne. Verstärkung im Südosten. Hans-Huckebein. Was meinst du damit genau? Ah, wir könnten noch Einheiten nachproduzieren, die gefallen sind. Also das ist, glaube ich, eher so eine Speereinheit. Gradschützen. Motorradtrupp. Unsere Panzergrenadiere und Pioniere. Das Upgrade haben wir gemacht. Mehr können wir auch gar nicht. Ja. Ich würde schon fast einen leichten Schützenpanzer machen. Der kostet 260. Wir können ja mal einer so einen Motorentrupp bauen, um zu gucken, was die Cooles können. Und ansonsten noch einen Grenadiertrupp. Und spawnen lassen wir das Ganze hier vorne. Dann müssen die nicht alle manuell dahin geschickt werden. Sunnies können wir keine machen im Moment. Können nur nachproduzieren. Ready on your word. We have a heading. Let's go. Mine geortet. Bitte einmal entfernen. Ich schick gemacht mit den Minensuchgeräten. Warte, brauchen wir gar nicht. Das war's schon. Infanterie in Gefahr. Irgendwas schießt hier noch. Da sind Minen, die müssen wir gleich räumen. Aber ansonsten sieht es gut aus. Wir haben 6 von 12 abgeräumt. Wir könnten jetzt hier oben direkt auf den feindlichen Kommandopanzer gehen, aber ich finde es gerade irgendwie viel cooler, wenn wir uns die ganzen Munitionsdepots hier unten sichern. Vielleicht brauchen wir die im späteren Kampagnenverlauf noch, wer weiß. Wir sind hier in der schieren Überzahl.
Ich wollte gerade wieder taktieren und hier strategisch vorgehen, aber es hat einfach nur gereicht, die zu plätten. Das ist der Motortrupp. Ah, bessere Sicht und Selbstreparatur. Ah, und hier können wir heilen. Der leichte Schutzpanzer kann heilen. Das machen wir doch direkt mal hier vorne. Weil die sind verwundet. Gut, dass wir das für den gebaut haben. Ihr solltet hier nicht hingehen. Hier sind wir. Oh. Von da aus werden wir angegriffen. Machen wir doch hier mal. Nee, das ist zu groß. Panzerabwehrüberflug. Ah, das ist so. Ich heb mir die auf. Das ist das so. So, wie geht das jetzt mit dem Heilen hier? Wir haben den Schützenpanzer. Der hat einmal geheilt. Jetzt müssen wir auch 160 Sekunden warten für die nächste Heilung. Okay, Prinzip verstanden. Tja, und der Gradschützen-Muttertrupp, der hat nicht viel ausgehalten. Das ist wirklich eine reine Speereinheit. Dann können wir jetzt aber hier vorne mal das Geschütz sichern. Packing the sweeper away. Anyone got any spare Mauser? The quartermaster doesn't seem to like me anymore. Ready on your work. How many times have we drawn a track? And how many times was it my fault? Kleines Lager unserer Feinde. Artillerie hier vorne, da dürfen wir nicht reinfahren. Und die haben schon aufgegeben, ja. Jawohl! Kommt was. Unser Schützenpanzer ist auch schon zurück mit dir. Da vorne greifen sie an. Leichte mittlere Artillerie können wir hier mal ausprobieren. Ah, das ist im Vorgang vor, dann geht das nicht. Können wir so einen Schützenpanzer nachbauen? Nein, noch nicht. Medium Panzer ist ready. Yes, sir. We're moving. Otto, back in your seat. Machen wir hier mal das Schild über Nacht. So, der kann aber schon mal hier angreifen, dass wir hier nicht zu viel Schaden nehmen. Und die Jungs hier könnten eigentlich auch sich Du kommst auch noch hier links, weil hier oben scheint noch mehr zu sein. So, das haben wir zerlegt. Das können wir gleich in aller Ruhe einnehmen. Dann müssen wir jetzt hier links das auf jeden Fall vernichten. Ich hoffe, das reicht so von den Einheiten her. Wir schlagen uns gar nicht so schlecht. Kommandopanzer hat ein bisschen Schaden genommen, nicht zu viel. Den könnten wir aber doch auch reparieren. Sicher ist sicher. Nicht, dass wir hier den noch verlieren irgendwann. Ja,
Die Haubitze lassen wir mal liegen. Wir haben hier schon eine. Crew, get on it. You have something for us? Repairs completed. We have a heading. Men, with me. So, hier können wir einmal Benzin bergen. Vor allen Dingen auch schauen, ob Einheiten hier oben sind. Ja, sind sie. Gut, dass wir gerade das Geschütz vorgezogen haben. Das hält das schon mächtig drauf. So. Tja, jetzt ist die Frage nach links oder geradeaus. Der hier ist näher. So, wir probieren das hier oben. So, da haben wir einen Jagdpanzer, da können wir eigentlich hier schon mal Granaten drauf werfen. Panzerabwehrgranate. Der hier kann ebenfalls da angreifen. Direkt. Ja, der hält hier unten noch drauf. Können wir erstmal so machen. Da reicht wieder die schiere Übermacht. In sich geruht, gute Nacht und bis morgen. Ein Panzer wurde eliminiert. Ah, das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich. Den Panzer hätte ich eigentlich ungern verloren, aber das ist jetzt so. Ein bisschen Schwund ist immer. Ziehen wir jetzt mal alles hier drauf. Vielleicht reicht das aus. Was mit euch? Ihr macht hier mal Granate. Der greift an, der greift an. Und jetzt können wir auch hier mal eigentlich so einen Stuka-Angriff machen und das hier mal alles schön zerlegen. Stuka circling the target! Einheiten können wir noch mal anfordern. Italian engineers are eager for orders, Commandant. Den kriegen wir klein. Der fährt hier mitten in unsere Einheiten rein, das war's. The enemy armor has been reduced to scrap. Excellent work, Afrika Korps. Our Panthers will be filled tonight. Kriegen Abendessen. Rommel pushed us back towards Gizala. Time and time again we were caught out by his aggression. His unpredictable maneuvers left us scrambling to survive as the German flak guns devastated our lines and our morale. The British lost men. I lost friends. The Air Force brought some respite, but news from Benghazi left me wondering exactly who I was fighting alongside. Eben. Spokane Talfortin, Lem de Drassa, Kesso, Draina Grafer Sisin, Laini Talhuna, Urgesan Yatak, Nina Nahum, Kanlelelelman, Rehadasna, Adur Yetin Yikan, Walani Nesla, Yetulfortin, Dikan Flah Nurwal. كان يد إنا وحوس دور لحسر إكامة تبدي دي تايمر تنا شما إسرائيل هتاري إكانيين ولا أنت يوم زفوسينو دينا إي أدقو ترك صوت قرب انت الفلتين أيلح أترقق إسقف
Interessant ist, dass das nur auf Twitch ruckelt, nicht in der Aufzeichnung. Ist gerade kurz zur Erklärung, sowohl hier bei mir als auch in der YouTube-Aufzeichnung läuft das komplett flüssig und im Stream gibt es leichte Ruckler. Also lasst euch davon nicht abschrecken, bei euch selber wird das nicht der Fall sein, das hängt irgendwie mit der Technik hier zusammen. Sieg, nächste Mission. The British began to refer to Rommel as the Desert Fox. For some, the name conjured up images of a wily commander using stealth and cunning to outwit his opponents. But the British had the upper hand at Gazala. They were convinced that more troops and a strong defensive position would keep the fox at bay. Welcome to the Cauldron. As you can see, we are surrounded by British mines in almost every direction. That is good. It means we are not surrounded by British troops, and they won't dare cross the field. But we do. A decoy attack to the north is keeping the British occupied, but it is only a matter of time before they turn their attention to us. Hold your position. We've established a base on the other side of the minefield, and I'm issuing a squad to come to your aid. Genau, die schicken wir nach hier oben, Munition holen. Und ansonsten müssen wir mal schauen, was da genau auf uns zukommt. Das brauchen wir gleich für Heilung. Das lassen wir erstmal liegen. Und schauen, was passiert. Können wir noch aufnehmen? Working on it. Können wir auch so ein bisschen hier uns parallel machen. So, die haben sich hier schon verschanzt. Die haben sich auch schon verschanzt. Die hier können wir jetzt zurückholen. Die können sich hier neben hocken. Ich frage, ob wir hier auch was verteidigen müssen. Ja, schwer zu sagen, von wo die jetzt kommen. Ne? Er sagt aber eben von Norden. Jetzt stellen wir das schwere MG vielleicht auch mal hier hin. Hoppala. So. Jetzt haben wir hier Beobachtungskraftwagen. Signalorte und feindliche Einheiten werden im Kriegsnebel auf der Minikarte aufgedeckt. Das klingt auch nach einem Träumchen. Eine passive Fähigkeit zu sein. Und wir können Mörserfeuer anfordern. Und Nebelbarrieren, das ist gut. Ich glaube, alles andere ist einfach nur, wir können noch warten und gucken, was passiert. Weil so schlecht sieht es ja gar nicht aus hier. Ja, die können auch Munition einsammeln, aber. Sollten sich dann auch hier irgendwo verschanzen.
Das ist nur ein Lastwagen. Das hier ist alles Heilung. Christian, shut it, would you? Ja, lassen wir es mal so. Bin gespannt, was da kommt, ob wir uns hier halten können. Gegebenenfalls noch ein paar Granaten einsetzen. Gucken, was das hier gleich ist. Ah, und in 200 Sekunden können wir hier Unterstützung anfordern. Das dauert natürlich echt noch lange. Und hier haben wir Verteidigungsoperationen. Ermöglicht es Panzerpionieren und Guastatori, Tellamin-Bunker mit schweren MGs zu bauen. Enemy forces are approaching your location. I expect an attack from the north and northeast. We are almost through the mines, but you must resist until we get there. Nord- und Nordosten haben wir uns ja ganz gut positioniert hier. Da kommen Einheiten. So, das war die erste Welle. Heilen muss sich noch keiner. Dann soll ich sich doch wieder hier verschanzen. Wenn die hier Deckung finden, können wir hier mal eine Granate hinwerfen. Drauf. Tja, können wir irgendwas machen, um hier unten das zu vermeiden? Sollten, wenn wir das hier machen können mit der Verteidigung. Passive Fähigkeit. Konzentrierter Beschuss. Die Mission hat noch so ein bisschen auf mich wirken lassen. Blendgranate. Panzerabwehr. Gehen wir hier hin. We found the front line. Enemy. Ja, das ist gut, das hat funktioniert. Jetzt zurück in den. Zurück. Wir können euch einmal heilen gehen. Oha. Panzer. Ihr könnt wiederum Granaten schmeißen. Blendgranaten können auch nicht schaden. Wollt die Einheit ausbremsen. Feuerdisziplin. Aber den passt die Richtung nicht hier. Das ist irgendwie komisch. Wir bräuchten eigentlich nochmal so eine Panzerabwehrgranate. Ja, perfekt. Dasselbe hier nochmal von der Seite, einmal von oben.
die haben sich geheilt und geht ihr bitte zurück an die Front. Das ist ein interessanter Moment, wo ich gerade hier die Pausetaste getroffen habe, wo gerade der Panzer explodiert. Eieiei. So, und ihr dürft euch als nächstes heilen. Wo war die nächste Heilkiste? Hier unten. We have vehicles available in reserve. 50 Sekunden, da kommt die nächste Welle. Panzer Pioneer, stand ready! Einmal Granate. So, da kommt das nächste Fahrzeug, da können wir wieder eine Panzerabwehrgranate drauf werfen. Nicht anwendbar, warum nicht? Hä? Ein gültiges Ziel? Fragezeichen? Den können wir angreifen. Der hier vorne ist komplett ausgegraut. Weil der außerhalb der Karte steht. Das wäre natürlich fies, wenn der da stehen bleibt und wir den nicht angreifen können. Der muss jetzt ein Stück weiter reinfahren. Das wäre jetzt fies, wenn der hier alles abräumt, weil wir ihn nicht angreifen können. Was ist das denn? Ist das etwa ein Bug? Ja, da können wir erstmal nicht machen. Konzentrierter Beschuss. Auf die Jungs hier. Tja, den können wir nicht angreifen dann doch. Ziehen wir die gleich mal ein bisschen auf Seite. Vielleicht kommt der dann näher gefahren. Jetzt geht's. Unglaublich. Das haben wir geschafft. Lager verteidigt. Looks like we are not too late. Now let me assess the situation. Afrika Korps. We find ourselves right in the middle of the lion's den. The British not only had plenty of time to prepare their defenses, but are also now aware of our location. However, our headquarters are protected by their own minefield and we have finally cleared a path forward. There's no better time for an offensive. They have complete control of the fortification to the north, but thanks to your reconnaissance efforts, we now know it has two entrances. To take them, we must break through their defenses along the roads and ridges on our way there. Once those locations are secured, our originally disadvantageous positioning will suddenly turn into an advantage. We'll no longer be trapped with them. They will be trapped with us. Keep an eye out for any remaining mines on the field, but otherwise, this cauldron has simmered for long enough. Spannende Frage, ob wir aus dem Kessel rauskommen. Hier oben sollen wir hin. So, hier haben wir drei vorgelagerte Gebiete. Kleine Stadt. Minen sehen wir das glaube ich noch nicht, da müssen wir gleich den Fog of War lichten. Hier vorne haben wir ein Depot, Treibstoffdepot, Munition. Und hier gibt es zwei taktische Punkte. Tja, ich würde sagen, Angriff ist die beste Verteidigung. Wir nehmen erstmal den zentralen Punkt hier in der Mitte ein. Weil hier oben, das ist mir zu heikel, den zuerst anzugreifen. Oder wir gehen nach hier. Das wäre auch eine Option. Dass wir quasi hier unten das sichern, dass wir hier nicht von zwei Seiten angegriffen werden können. Dass sie uns hier nicht flankieren. Dass wir uns erst den Munitionspunkt hier unten krallen. Und wir dann rübergehen. Luftsupport haben wir auch wieder einiges zur Auswahl.
Gut, die Einheiten hier können. Haben wir neue Einheiten bekommen? Den haben wir gekriegt. Stuka zu Fuß Raketenwerfer. Wir können das! Recon Vehicle, standing by! Ja. Ich würde versuchen es mal hier im Osten auf der rechten Seite. Für die YouTuber haben wir an der Stelle aber einen kleinen Cliffhanger bis zur nächsten Folge. Und auf Twitch geht es wie immer sofort weiter. Bis dann, euer Marcel.